Der Bahnhof Bern ist eine der wichtigsten Drehscheiben der Schweiz, sowohl für den Regionalverkehr als auch für den Fernverkehr. 2020 reisten im Vergleich zu 2016 mit rund 320.000 Personen bereits deutlich mehr Menschen täglich über den Bahnhof Bern. 2030 werden es 375.000 sein. Dafür machen wir den Bahnhof Bern nun fit. Mit der neuen Unterführung Mitte schaffen wir mehr Platz für die Reisenden. In der Perronhalle öffnen wir die Wand zum Burgerspittel, sodass Licht hindurchkommen kann. Die Perronhalle ist künftig heller und erscheint freundlicher. Reisende erreichen den Bahnhof zudem noch einfacher und bequemer, dank den zwei neuen Zugängen Lenggasse und Bubenberg. Um den ausgebauten Bahnhof Bern optimal mit dem Bahnhofumfeld und dem öffentlichen Nahverkehr zu verbinden, sind verschiedene bauliche Maßnahmen und Anpassungen in der Verkehrsführung nötig. Für die Reisenden muss insbesondere beim neuen Bahnhofzugang Bubenberg mehr Platz geschaffen werden. Die Stadt Bern plant deshalb eine unterirdische Passage zwischen dem neuen Bahnhofzugang Bubenberg und dem Hirschengraben. Ziel der städtischen Massnahmen ist eine Reduktion des motorisierten Privatverkehrs rund um den Bahnhof. Das bedeutet mehr Platz und Sicherheit für den Fuß- und Veloverkehr. Der RBS baut einen komplett neuen unterirdischen Bahnhof. Von der neuen Unterführung Mitte erreichen die Reisenden eine Zwischenebene, über die sie in den eigentlichen RBS-Bahnhof gelangen. Dieser besteht aus zwei unterirdischen Hallen mit je zwei Gleisen und einem 12 Meter breiten Mittelperron. Mehr Platz, längere Züge und mehr Komfort. Das alles wird der neue RBS-Bahnhof den Reisenden dereinst bieten. Während des Baus der Unterführung Mitte muss die SBB etappenweise Gleise in der Perronhalle sperren. Als Ersatz für die gesperrten Gleise wurde das Perron Gleis 9 und 10 Richtung Westen verlängert. Die neuen Gleise tragen ab Höhe der Welle die Bezeichnungen 49 und 50. Von der Welle her führt ein begehbares Perrondach zu den neuen Gleisen. Das entlastet das Perron und die bestehenden Auf- und Abgänge zur Welle. Als ersten Bauschritt für die neue Unterführung Mitte war der Zugang Lenggasse erstellt worden. Seit Januar 2020 baut die SBB die Unterführung etappenweise weiter in Richtung Bubenbergplatz. Pro Etappe sind nur die Gleise über dem jeweiligen Baubereich gesperrt. So können die Züge trotz Bauarbeiten weiter verkehren. Zweitletzte Etappe ist der Bau des Zugangs Bubenberg. In der letzten Bauphase wird die neue Unterführung ausgebaut und der Zugang Lenggasse für die Reisenden fertiggestellt. Während oben der Zugverkehr rollt und die neue Unterführung gebaut wird, entsteht 17 Meter unter den SBB-Gleisen der neue RBS-Bahnhof. Gebaut werden die beiden unterirdischen Bahnhofhallen seit 2021, von einem eigens dafür eingerichteten Zugangsstollen aus. Erschlossen ist dieser von einem rund 20 Meter tiefen Schacht im Gleisbereich. Mit einem rund einen Kilometer langen Tunnel wird der neue RBS-Bahnhof an den bestehenden Schanzentunnel und damit an das Streckennetz des RBS angeschlossen. Die Installationsplätze dienen als Ausgangspunkt für den Bau der verschiedenen Teilprojekte oder als Materiallagerplatz. Bei der Verladestation Abimat kommt das Baumaterial vom Lastwagen auf die Schiene. Via Schiene gelangt es dann zur Baustelle für die neue Unterführung Mitte. Ausgangspunkt für den Bau des neuen RBS-Bahnhofes ist der Installationsplatz Laupenstraße. Der Bau des neuen RBS-Verbindungstunnels erfolgt ab der Baustelle Hirschenpark.
Der Gesamtterminplan sieht vor, dass zuerst das neue Bubenbergzentrum eröffnet wird. Im Jahr 2028 folgt die neue Unterführung Mitte mit dem Zugang Bubenberg sowie die Umsetzung der städtischen Verkehrsmaßnahmen. Im Jahr darauf eröffnet der neue RBS-Bahnhof und 2030 nimmt die SBB den Zugang Lenggasse in Betrieb. 2030 werden täglich rund 375.000 Personen über den Bahnhof Bern reisen. Für sie machen wir den Bahnhof Bern fit.